Sag mal. Nicht sterben, bitte nicht sterben. Ich stehe an der Tür. Halt. Ja, nimm da auf. Nimm da auf, Junge! Krieg! So. Morgen, Jungens! Und Mädels, wir haben ein Update von SCP Containment Breach Version. Ein bisschen Update. Nicht viel Update, ein bisschen. Ist ein Update. 1.5. Genau, wir haben hier eigentlich kaum Änderungen. Mach mal hier schon mal dein Ding. Lest du mal die ganzen Changes vor. So. Wenn du dein Shit eingibst. Okay. Also hier sollen neue Soundeffekte drin sein. Das ist so ziemlich die größte Änderung. Ja. Von denen habe ich bis jetzt noch nichts gemerkt. Und halt ansonsten Bugfixes, also hier dieser DNA-Scanner, der soll jetzt nicht mehr crashen. In diesem SCP 682 Dings, wo wir es jetzt mal drin waren, als wir den Teddy gesehen haben. Hat's den Meth gemacht. Ja, das soll jetzt nicht mehr passieren und eine V-Sync-Option gibt's jetzt. Das ist doch kein Bugfix, das ist eine Neuerung eigentlich. Ja, steht aber unter Bugfixes drin. Keine Ahnung. Ist ja blöd. Es gibt Bugfixes von Rising Star 64. Was ist denn da los? Und von Juan J. Pro. Du musst es. Hallo, was ist denn da los? Was denn? Ja, siehst du es nicht? Ich krieg laufend hier Mausbug. Sehr gut. 4 an der Zahl waren es schon. Guck schon wieder. Ha! Gut, dass du spielst. Was ist denn das? Hey. Weiß nicht mehr, das ist ein neuer Sound gewesen. Do me a favor and step out of yourself. Das kann sie vergessen. Kann ständig Mausbugs oder was? Das kann sie vergessen, Mann. Das ist hier Handicap. Kita, oder? Das ist Kita. Damit man permanent. Ah, da vorne ist einer. War der immer da? Das kann sein. Das sind jetzt aber drei. Und irgendwas mit der Tür habe ich, glaube ich, noch gelesen, ja. Der eine Dude, den habe ich noch nicht gesehen. Locked the one unlocked door in the intro sequence. The door that leads from the concrete tunnel to the large hall. Die da? Nee. Mach mal. Die ist locked. Da vorne ist eine offen. Ja, ach so. Ja, da geht's ja jetzt rein. Aber von irgendeinem hier Dingtunnel. Betontunnel. Gucken wir mal, testen wir mal alle. Ich glaube, da bist du schon längst durchgegangen. Die Tür ein neues Sound, ja. Aber der ist komisch. Aber jetzt kommt keine Maus. Oh. Alter, was ist das? Mausbugs. Ich weiß schon, den Titel für die Episode. Oder? Ja, wenn es jetzt so über die Episode hinfortzieht, dann müssen wir mal im Forum gucken, ob das hier ein Noun-Issue ist. Noun? Ja, ich approach das, ich darf die Maus nicht anfassen, weil. Ja, fass mal die Maus nicht an und guck, was dann passiert. Ob der Mausbug nicht kommt, wie die Maus kriegst du als Katalysator quasi, verstehst du? Ja, ich denke aber. Oder ob es das von alleine macht. Dann bewegst du mal nicht. Willst du saven? Bitte? Willst du saven? Kann ich machen, wir haben ein Update, ne? Ja. Gute Ausrede, also hier kann man nicht rein. Na gut, wir hätten einfach nur ein bisschen Spaß spielen können. Oh. Oh. Was, wo? Ich warte lieber, weil das ist mir zu heavy. Oder ist das schon fertig? Das ist Heavy Containment. Okay. Das ist auch nicht offen? Ja, wir haben es, glaube ich, schon verpasst. Alter. Das kann ich doch nicht spielen. Jetzt musst du es machen. Jetzt haben wir schon angefangen. Da wird den Zuschauern ja schlecht. Ja, was liegt da? Ein Stück Tisch oder so. Das versinkt. Das ist in der Pocket Dimension gelandet. Hörst du das? Ja, wo? Vor allem, wenn ich fliehen will und dann die Maus bewegt, Junge. Stell dich mal auf das schwarze Zeug da, ob du dann auch einsinkst. Nee, ne? Nee. Also, geht's da weiter, ja, ne? Ah ja. Die Sounds so richtig komisch, ey. Voll dramatisch. Da geht's mal zu den roten Viechern, ne? Ah, da fand ich das Epic Breach cooler irgendwie. Von den Sounds her? Ja.
Also das war jetzt. Guck, das ist das für ein Sound, wie so Glas, das wird zersplittert am Anfang. Oder? Das ist nicht verzeihend, nicht schlecht. So, wir sind. Was mache ich hier eigentlich? Jetzt bin ich hier runtergefahren. Die Schrecken von dem Rohr. Wegen Livestream. Alter, fuck. Mach jetzt gescheit. Ja, danke für deine Unterstützung. Da ist so ein Bengel. Schau, ob du den die Hand findest. Direkt. Da ist er doch, oder? Nee, ich glaube, da um die Ecke links. Da ist der Mars. Da sind da in den Kisten drin. Musst du von außen jetzt da reingehen, da müsst du eigentlich drin liegen. Nee. Ja, dann gibt's vielleicht wirklich nur einen und die ist zufällig entweder da drin oder. Huste! Wir müssen reinlocken. Die ist. Ha! Die ist zufällig da drin oder eben beim Notenblatt. Oh bitte, ich schau nicht hier nach hinten. Ich schau nicht nach hinten. Er kommt. You push the button, but nothing happens. Du musst den Button spammen. Geh auf, du dumme Tür. Ja, Mausbugs kommen immer so mehrmals hintereinander. Da ist kurz Ruhe und dann kommen wieder Bam, Bam, Bam. Okay, jetzt geht's los. Ja, das passt jetzt schon selber. Ah, irgendwie ist das. Tja, das ist ja dämlich. Das stört mich nur mit den Türgeräuschen. Oh. Würde mich mal interessieren, wie das in echt aussehen würde. So. Sau dämlich. Anfälle hat er dann. Oh Gott, nein. Ah, oh, ich hab Glück, ey. Ja. Mir schon eingeschissen, ey. Das ist Level over 1000. Oh, Alter. Ich ein Glück, Junge. Ja, jetzt. Und jetzt kommt kein Mausbug, aber wenn er dann da ist, wenn es darum geht, dann kommt der Mausbug. Schnell alles nehmen, bevor hier irgendwie ein SCP rauskommt, Mann. Okay. 1 plus 1, was kommt da raus? Oh oh. Sag mal. Nicht sterben, bitte nicht sterben. Da steht an der Tür. Ja, komm, das können wir nicht spielen. Lassen wir's, ey, das ist. Ich würde sagen, wir laden das so hoch. Ja, und wir machen uns mal im Forum schlau. Ob das hier wirklich ein Noun-Issue ist. Aber was ist denn das? Das ist ja schlimmer als eh und je. Ja. Es liegt nicht an der Maus. Es ist ja nur in dem einen Spiel. Ja, wisst ihr Bescheid. Sau komisch auf jeden Fall. Und beim nächsten Mal wissen wir dann wahrscheinlich mehr. Oder wenn ihr was wisst, dann könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Like das Video, wenn es euch gefallen hat, oder dislike das, falls es euch nicht gefallen hat, was ich jetzt auch verstehen kann. Wo es eigentlich unterhaltsam war. Ja, und wir können nichts dafür. Ja. Wir wollten euch eine Folge produzieren. Das ist die neue Version 1.05. Wisst ihr Bescheid? Vielleicht ist auch ein Feature, um es alles schwierig zu machen irgendwie. Das steht aber nicht im Changelog. Das muss dann im Changelog stehen. Ja. Tut's nicht, nee. Guck mal, jetzt ist es Version 1. Und jetzt ist es verbuggter denn je. Eins heißt ja eigentlich, es ist so weit, dass man es veröffentlichen kann. Ja, aber der macht dazu, dass es immer weiterentwickelt wird. Ja. Und je mehr dazu kommt, desto komplizierter wird der Code und dann sind noch mehr Fehler drin. Ich sag mal, wir spielen mal wieder hier die Retro-Folge hier, Version 067 oder sowas. Das war echt noch am besten, finde ich. Können wir machen. Ja, irgendwann. Schon mal. Zu irgendeinem besonderen Anlass oder so. Special. Ja. Dann bleibt geschmeidig. Schaltet nächste Woche wieder ein. Oder unter der Woche gibt es dann wieder hier. Five Nights. Ja. Bei Freddy. Jo. Bis dann. Tschüss.